أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir sind in einer weiteren Sitzung unseres Unterrichts, in der wir über die Hikam al-Ata'iyya, die Aphorismen oder die Weisheitssprüche von Ibn Athal al-Iskandari, die in verschiedenen Variationen immer um ein Thema kreisen, um das der ganze Islam kreist, nämlich um La ilaha illallah bzw. um Tawhid. Und der Imam erklärt aus verschiedenen Perspektiven, was Tawhid für den Menschen bedeutet. Und macht das in sehr, sehr kurzen, knappen Worten, die aber durch die Jahrhunderte hindurch sehr, sehr ausführlich und vielfach erklärt worden sind. Und das ist etwas, das war eine Eigenschaft der Sprache des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nämlich mit wenigen Worten viel zu sagen und sich mit kurzen Worten eloquent auszudrücken und große Inhalte in wenig Worte große Inhalte mit wenig Worten und mit deutlichen Bildern zu übermitteln. Und die Erben des Propheten, oder viele Erben des Propheten, nicht alle, aber viele Erben des Propheten, viele Gelehrte, haben genau das, diese Eigenschaft auch vererbt bekommen, wie sie vieles andere vom Propheten vererbt bekommen sind. Ulama Warathatul Anbiya, die Gelehrten sind die Erben der Propheten. Und wenn jemand stirbt, dann hinterlässt er in seinem Erbe verschiedene Dinge, unterschiedliche Arten von Besitz, und der Prophet hat den Gelehrten unterschiedliche Güter, unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Lichter hinterlassen, und eines davon ist diese Fähigkeit, sich in kurzen Worten große Dinge zu übermitteln. Und das ist etwas, wofür Ibn Athal al-Iskandari rahimahullah bekannt ist. Und wir machen einen kleinen Sprung, also wir überspringen einige und sind jetzt beginnen heute mit der Hikma Nummer 60. Beziehungsweise mit 60, 61, 62, drei Hikmen werden wir heute machen, die alle drei um ein Grundthema kreisen. Und wenn man hier überlegt, wie man dieses Grundthema oder wie man den Inhalt dieser drei Hikam am besten in moderner Sprache ausdrucken könnte, und bin zu dem Wort, also zu zwei Modewörtern gekommen, nämlich zum Wort Empowerment und zum Wort Freiheit. Das sind so die Grundthemen, um diesen drei Hikam geht. Und wir beginnen eben mit Hikma 60, in der ist in der Übersetzung von Annemarie Schimmel, die ein bisschen komplex ist, weil ihre Sprache immer schon sehr hoch ist und sehr eloquent ist. Und auch das Arabisch ist auch nicht ganz leicht zu verstehen. Wenn man Arabisch kann und die Hikma liest, versteht man das nicht ohne weiteres. Das ist völlig normal. Ja? Also lesen wir das Deutsche vor. Nicht wachsen hoch der Niedrigkeit Zweige, es sei denn aus der Begierde Saat. Nicht wachsen hoch der Niedrigkeit Zweige, es sei denn aus der Begierde Saat. Ich versuche es, den Satz ein bisschen weniger eloquent zu machen, dass man einfach die Struktur des Satzes leichter versteht. Die Bäume oder die Zweige der Niedrigkeit im Sinn von der Erniedrigung, auch der psychischen Erniedrigung, wachsen aus der psychischen Erniedrigungsvorstellung. Der Baum oder die Zweige von dem Gefühl innerer Niedrigkeit wachsen aus dem Samen von Begierde. Nicht wachsen hoch der Niedrigkeit Zweige, es sei denn aus der Begierde Saat. Mehr besser Gott, Arsan und Dullin, Illa, alle Bezri, Tama. Auf Arabisch fünf Wörter. Gut, was heißt das? Also, es geht hier um zwei Grundbegriffe. Also, in dieser Hikma haben wir zwei Grundbegriffe. Das eine ist Dull und das andere ist Tama. Dull
Hat etwas mit Niedrigkeit zu tun, hat etwas mit das Gegenteil von es ist. Es ist so eine Art von Würde, würdevolles Leben, Stolz im positiven Sinn, also nicht stolz im Sinn von Arroganz, sondern das Gefühl, das Lebensgefühl sozusagen, geehrt zu sein, würdevoll zu leben und so weiter. Das ist Ezza. Das Gegenteil davon ist Zul. Dass man irgendwie so seine Würde verloren hat, dass man sich entwürdigt fühlt, dass man sich irgendwie niedrig fühlt und so weiter. Das ist Zul. Okay? Und der andere Begriff ist Tamā. Und Tamā ist im Prinzip Gier, Begierde, etwas wünschen, was eigentlich nicht wirklich wünschenswert ist und so weiter. Okay? Das sind die zwei Grundbegriffe, die ich in dieser Eigma habe. Und er vergleicht jetzt diese, oder er bringt jetzt diese zwei Begriffe, über die er sprechen will, also Erniedrigung oder Niedrigkeit und Gier oder Begierde, bringt jetzt in ein Bild und sagt, die Zweige der Begierde, Entschuldigung, die Zweige, also ein Baum von Niedrigkeit wächst nur durch den Samen von Gier. Ja, also er vergleicht es jetzt mit Samen und Baum und mit einem Wachstumsprozess. Was hilft bei der Hekma, die ist nicht ganz leicht zu verstehen ist, zunächst einmal sich selbst zu überlegen, wann in unserem Leben haben wir das Gefühl gehabt, Würde zu haben? Also, welche Situationen in unserem Gefühl, in unserem Leben haben uns das Gefühl gegeben, wirklich Würde zu haben, wirklich gewürdigt zu sein? Also im positiven Sinne Ehre zu haben. Ehre ist ein bisschen ein zwiespältiger Begriff, aber versucht es einmal zu erinnern. Irgendeine Situation, wo man gesagt hat, dafür, da haben wir so gefühlt, so die Araber sagen, dass da mein Kopf hoch war im positiven Sinne. Also nicht arrogant, sondern echtes Selbstwertgefühl. Ich will jetzt keine Antwort darauf haben. Es muss hier einfach nur, dass das ihr selbst euch, einfach dann ist der Hekma sozusagen leichter verständlich, wenn man sich selbst daran erinnert. Und in welchen Situationen hat man das Gefühl, dass diese Würde weg ist, dass das innere Gefühl von dass man irgendwie so, dass man sich irgendwie entwürdigt fühlt oder das Gefühl hat, so irgendwie etwas von seinem Selbstwertgefühl verloren zu haben oder entwürdigt worden zu sein oder so. Und für dieses Gefühl, entwürdigt worden zu sein oder so, oder erniedrigt zu werden oder so, gibt es zwei unterschiedliche Gründe oder Anlässe. Das eine ist, dass man tatsächlich von jemandem erniedrigt wird. Also in der Tat, also, dass man durch Übergriffe, durch Gewalt, einfach wirklich entwürdigt wird, ja? Also, ein Kind, das misshandelt wird, wird ein Gefühl von Null haben, für das es nichts kann, das nichts mit dem zu tun hat. Ja? Also es gibt eine Art von Entwürdigung von Menschen, die tatsächlich stattfindet, ja? Die tatsächlich stattfindet durch äußere Umstände, für die dieser Mensch nichts kann. Ja? Darüber sprechen wir hier nicht. In der Hekma spricht man nicht drüber. Sondern wir sprechen über was anderes, über Situationen, die vielleicht euch selbst eingefallen sind, wo man das Gefühl hat, dass man sich selbst entwürdigt hat, dass man sich selbst irgendwie sich selbst etwas von diesem schönen Gefühl, Würde zu haben, genommen hat. Und darum geht's. Das ist der Punkt hier. Und das ist bei den meisten Menschen häufiger als das andere. Also, dass man sich selbst sozusagen entwürdigt, ist häufiger, als dass man durch jemanden objektiv entwürdigt wird. Okay? Und darüber spricht das Hekma. Ist es verständlich? Und wie gesagt, das Gegenteil ist Ezza. Das Gegenteil davon ist diese Art von, also so Art von würdevollen Gefühl zu haben, ist Ezza. Und die wird im Koran erwähnt, und zwar nicht in einem sehr, sehr positiven Kontext, nämlich Al-Ezzatu liman lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Der Ezza gehört Allah
und dem Gesandten und den Gläubigen. Was bedeutet das? Was ist hier die Bedeutung von dieser Art von Ezra her für die Gläubigen? Es bedeutet, dass aus der Sicht von Tawhid ist es so, dass ein Mensch nur dauerhaft Würde empfinden kann, wenn er wirklich die Dinge richtig versteht und sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt und aufhört, sich auf die Geschöpfe und auf die Menschen zu verlassen und auf die Menschen zu warten, dass sie ihn glücklich machen oder dass sie ihm was geben oder dass sie ihm Freiheit bringen oder dass sie ihm dieses und jenes bringen. Und das ist so die Grundidee von dieser Hikma, dass wir Menschen dazu neigen, zu erwarten, dass andere Menschen uns glücklich machen werden, dass andere Menschen uns helfen werden, dass diese und jene Beziehung mich glücklich macht, dass wenn mein Partner, meine Partnerin gut zu mir ist, dann werde ich glücklich werden und wenn ich das habe, dann werde ich glücklich und so weiter. Ja? Und dass man ständig sozusagen danach giert, dass man ständig giert danach, irgendwas zu bekommen, von dem Geld zu bekommen, von dem eine gute Arbeit zu bekommen, von der Person Freude zu bekommen, von der Person Befriedigung zu bekommen, von der Person das und das zu bekommen. Ja? Und diese Art von Gier, dieses ständige Warten drauf, dieses ständige Lauern auf irgendwie ein Muscle, einen Nutzen zu bekommen von irgendjemandem, das ist sozusagen der Samen, über den er spricht. Ja? Und das Produkt davon ist, wenn man das einfach so in sich wachsen lässt, ist am Ende, dass man erniedrigt wird. Dass einfach das Leben dann erniedrigend wird. Weil man sich den Menschen, meistens den Menschen, unterworfen hat. Weil man sich anbietet bei den Menschen, weil man irgendwas will. Das kann sein, dass man den Beruf will oder dass man Geld will oder dass man Ansehen will oder dass man Liebe will oder dass man das und so weiter. Ja? Und das führt dazu, dass man ständig sozusagen an der Tür der Menschen ist. Und wenn man an der Tür der Menschen ist, dann wird irgendwann einmal, diese Tür wird irgendwann mal zugehen, diese Tür ist schwach und die Menschen werden da nicht viel geben. Und dieses Warten und Warten und Warten und Hoffen und Spielen und Spiele machen und Strategien entwickeln und so weiter, wird irgendwann mal dazu führen, dass man vor der Tür steht und einfach mit leeren Händen bleibt und sagt einfach, ich habe mich getäuscht. Und das ist Null, das ist Erniedrigung. Ja? Das kann sein, das kann harmlos sein, es kann aber auch sehr schlimm sein. Zum Beispiel Menschen, die zum Beispiel große Sünden machen, weil sie glauben, dass sie dadurch Glück erreichen. Ja? Und dann am Ende steht man mit leeren Händen da und man hat sich eine Riesenlast aufgebürdet. Das ist zum Beispiel eine Art von Sull, so eine Art von Erniedrigung. Okay? Und die Offenbarung macht uns ständig darauf aufmerksam. Es geht immer um die Bedeutung von Tawhid. Das größte und das leichte, der größte Schlüssel, den wir dazu haben, ist La Hawla wa La Quwwata Illa Billah. Es gibt keine Macht und keine Kraft außer bei Allah. Wenn wir das verstehen würden, richtig verstehen würden, und wissen, egal bei wie vielen Menschen ich mich anbiete, egal welche Partnerschaften ich mir suche, egal was ich dort suche, was ich hier suche, es gibt, niemand wird irgendwas machen können, außer das, was Allah subhanahu bestimmt hat. Und bevor ich es bei den Leuten verlange, warum verlange ich es nicht direkt von ihm, wenn es mir schon wichtig ist? Warum verlange ich es nicht von Allah subhanahu wa ta'ala, von dem, der in dessen Hand diese Entscheidung ist? Dann, wenn sich die ganze Umma versammeln würde, die ganze Umma ist ja gemeint, die ganze Menschheit, wenn die ganze Menschheit sich versammeln würde, um dir zu schaden, dann könnten sie nichts anderes tun, außer das, was Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben hat. Und wenn die ganze Menschheit sich zusammentun würde, um nur dir zu nützen, könnten sie nichts anderes tun als das, was Allah bestimmt hat. Und das zu wissen und danach zu leben, ist aus islamischer Sicht Ezra. Und das zu ignorieren und immer noch bei den Menschen zu suchen, obwohl ich sage, la ilaha illallah, und das ist der Zustand der meisten von uns, ist was? Dhul. Ja? Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Du gibst Würde, du gibst Ehre denen, den du willst. Wodurch?
durch dieses Bewusstsein, durch die Fähigkeit, nach dem zu leben, durch die Fähigkeit nach Lahaula, das ist der größte Erfolg, den es gibt. Und du Lillumentascha, und du erniedrigst die, die du willst. Wie? Indem Allah subhanahu uns dieses Wissen nicht gibt, weil wir es nicht wollen oder weil wir es nicht ernst nehmen. Und das ist das ganze, die ganze Tür ist Tawakkul. Also sich auf Allah subhanahu verlassen und nicht auf die Menschen verlassen. Nicht warten, was die Menschen kommen. Was von den Menschen kommt. Wa idha maritu fahuwa yashfin. Wenn ich krank werde, dann ist er es, der mich heilt. Und dieses Wissen. Jetzt, ich gehe zwar zum Arzt und wenn es vernünftig ist, mache ich das, was er sagt oder was die Ärztin sagt. Und wenn es mir hilft, dann sage ich Alhamdulillah und ich sage dem Arzt Danke. Und wenn er sagt, ich kann nichts für dich tun, dann sage ich Alhamdulillah. Und ich weiß aber, dass alles bei dir ist. Und das ist die Wirklichkeit von Tawhid. Die Wirklichkeit von La ilaha illallah. Und es ist leicht, darüber zu reden, aber es ist schwer, danach zu leben. Darüber eine halbe Stunde zu reden ist sehr leicht, aber das umzusetzen ist schwierig. Und deshalb brauchen wir das. Sonst würde es ausreichen, dass alles, was im Koran sagt, La ilaha illallah, fertig. Aber warum schreiben seit 1400 Leuten Menschen Bücher und Erinnerungen und Predigten und Jumu'ah und Imame und Hodjas und Kurse und das? Warum? Weil wir einfach ständig diese Erinnerung brauchen. Weil wir dazu neigen, dass wir das ständig diese Wirklichkeit ständig vergessen. Und das ist die Akide von Tawhid, die wir umsetzen müssen. Und wenn wir es nicht tun, also wenn wir das vergessen, wenn wir zwar La ilaha illallah sagen, aber nicht danach leben und in Wirklichkeit bei den Menschen nach Reichtum suchen, nach Glück suchen, nach Frieden suchen, nach Risk suchen, bei Menschen heißt bei Individuen, aber auch bei Parteien, bei Ministerien, bei Beamtungen, bei und so weiter. Ja? Wenn wir das nicht tun und uns auf das verlassen, was ist dann? Dann entweder Allah subhanahu wa ta'ala lässt dich weiter in die Irre gehen, das kann sein, oder ein Zeichen seiner Liebe ist, dass er dich stoppt und dass er dir irgendwie diese Asbab nimmt, diese Arten von Versorgung durch die Menschen nimmt, damit du aufmerksam wirst, damit du aufwachst. Du hast deinen Job verloren, dass du siehst, okay, und am nächsten Tag lebst noch immer und hast noch immer Brot zum Essen, Alhamdulillah. Ist zwar schwer, aber dass du siehst, verlass dich nicht drauf, verlass dich nicht auf diese Stelle und auf jene Stelle und auf den Arbeitsvertrag und auf den Lohnzettel, verlass dich nicht drauf. Und das ist letzten Endes, ist zwar in dem Moment, fühlt sich an wie ein schwerer Schlag oder wie eine Erniedrigung, aber in Wirklichkeit ist ein Zeichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich liebt, dass er dich aufmerksam macht. Verlass dich auf mich, verlass dich nicht auf die Menschen. Verlass dich nicht auf Systeme, verlass dich nicht auf Staaten, verlass dich auf mich. Richtig? Und das ist sozusagen, hier sind manchmal schwere Situationen, die ein Mensch erlebt, damit wir lernen, uns auf Allah zu verlassen. Wir werden enttäuscht von den Menschen, damit wir lernen, uns auf Allah zu verlassen. Wir erleben schwere Sachen mit den Menschen, damit wir lernen, dass das nicht die Menschen uns glücklich machen. Wir kriegen nichts von den Menschen, was wir uns erhofft haben, damit wir lernen, dass die Hände der Menschen leer sind. Und dass jeder Mensch letzten Endes leere Hände in den Himmel hält und sagt, ja Allah, gib mir. Richtig? Und dass wir alle Bettler sind. Und die Sache ist halt einfach, dass unser Blick ist so begrenzt. Unser Blick auf Tawhid ist so begrenzt. Und wir ähneln einer Ameise, die auf ein Blatt Papier geht und jemand schreibt auf dem Blatt Papier. Ja, was sieht die Ameise? Sie sieht ein mächtiges, goldenes Werkzeug oder silbernes Werkzeug, aus dem schwarze Tinte rausrinnt und das irgendwas schreibt, richtig? Aber sie sieht nicht, dass drüber Feder ist und sieht nicht drüber, dass eine Hand dort ist, die das bewegt und sieht nicht, dass ein Mensch dort ist und so weiter. Und er macht uns die ganze Zeit darauf aufmerksam, schau, erweitere deine Perspektive, mach deinen Geist größer. Ja? Genau. Und er warnt uns halt davor, dass wir unser Leben damit verbringen, zu warten, was von den Menschen kommt. Weil das ist das meiste, was Menschen tun. Man wartet drauf,
ach, hätte ich doch das und würde ich doch das und hätte ich doch den Job und hätte ich doch die Frau und hätte ich doch den Mann und hätte ich doch, wäre doch netter zu mir und würde mir doch das geben und so weiter. Warten, warten, warten. Wenn es dann kommt, entweder man hat einen Moment von Glück oder in dem Moment, wo es da ist, ist man selbst unzufrieden damit, weil irgendwas nicht passt dran, weil es halt irgendwie nicht vollkommen ist. Und danach meistens ist man dann noch abhängiger und noch Dings als zuvor. Und oder wenn das, was ich wollte, nicht kommt, eben von den Menschen was gewünscht ist, kommt nicht. Ich habe mich vorbereitet auf das und es ist nicht eingetreten. Ich habe gehofft, dass die Ehe mich glücklich machen wird, aber es ist nicht passiert. Ich habe die und die Spiele in einer Beziehung gespielt und alle haben nichts genützt. Was ist dann? Dann fange ich an zu beschuldigen und die Menschen zu beschuldigen. Und die werden jetzt von der Welt zurückziehen, weil alles so schlecht ist und so weiter und so weiter. Ja. Wenn du von Anfang an gewusst hättest, das ist einfach, dass die Menschen halt arm sind, wäre es leichter gewesen. Und wenn du von Anfang an der Workcall auf Erlassung gemacht hast, dann würdest du sagen, okay, das, was von den Menschen, wir bekommen viel Gutes von den Menschen. Sind wir dankbar dafür. Alhamdulillah. Das ist der Gottesdienst ist dankbar zu sein. Der Gottesdienst ist von bestimmte Aspekte, bestimmte Dinge, die von Menschen kommen, zu nehmen, zu verwenden, zu geben und so weiter, den Menschen dankbar zu sein für das Gute, was sie gemacht haben, den Menschen helfen, soweit wir können, aber immer zu sehen, dass der eigentlich Handelnde und der eigentliche der Besitzer der Macht Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und das ist das, was also diese Art von Himmer, von Motivation und von Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala bringt den Menschen Glück und Leben, macht den Menschen lebendig. Weil das ist der schlimmste Zustand von innerem Todes, dass man die ganze Zeit nur wartet drauf und lauert drauf, was von den Menschen kommt. Und da unabhängig zu werden und auf Allah subhanahu wa ta'ala sich zu verlassen, bringt Leben. Sajibu lillahi wa rasuli, idha da'akum lima yuhikum. Also folgt Allah und seinem Gesandten, wenn er der euch dazu aufruft, zu dem, was euch Leben bringt. Und diese Art von Tawhid bringt Leben in unsere Herzen. Und das Ziel des Ganzen, wenn man sich das überlegt, er sagt, deine Gier führt dich zu Erniedrigung. Was ist dann das Gegenteil? Das Gegenteil davon ist Freiheit. Dass man lernt, statt diesem Samen von Gier etwas anderes im Herzen einzusetzen und dadurch frei wird. Was heißt frei wird? Wir werden unser Leben lang Menschen um uns herum brauchen. Unser ganzes Leben ist aufgebaut auf dass wir zusammenarbeiten, dass wir gemeinsam was machen, dass wir können nicht allein leben, ja? Aber dass wir innerlich frei werden. Und das, was noch kommen wird, die größte Freiheit ist, etwas von der Gier aufzugeben. Die größte Freiheit ist, dass man nicht die ganze Zeit seinen Gelüsten folgt. Und die größte Unfreiheit, die es gibt, ist, dass man lernt, dass jede Lust und jeder Impuls und jeder Wunsch erfüllt werden muss. Das ist die größte Sklaverei, die es gibt. Die schlimmste Sklaverei, die es gibt, ist, Sklave seiner selbst zu sein. Sklave seiner Gelüste zu sein. Sklave von jedem Impuls zu sein.